Tirol ist mit dem neu eröffneten Braukunsthaus von Zillertal Bier um eine spannende Attraktion reicher. Besucher erhalten hier Einblicke in die Privatbrauerei, die auf eine über 500-jährige Geschichte zurückblickt. Ja, wir haben uns da sehr intensiv mit der Entstehung beschäftigt. Ursprünglich, wie wir die Weichen gestellt haben, dass wir die Brauerei an den Ortsrand übersiedeln, haben wir schon ein Konzept ausgearbeitet, die alte Brauerei für Besucher zu öffnen. So ein wichtiges Thema war das für uns und so lag uns das am Herzen. Als dann klar war, dass wir die Brauerei in Schritten übersiedeln, haben wir damals schon Räumlichkeiten mitgebaut, die dann für den Ausbau dieses Besucherzentrums zur Verfügung stehen und das wir jetzt feierlich eröffnen können mit dem Namen Braukunsthaus. Im Braukunsthaus gehen Besucher den Weg des Bieres. Dabei geht es sowohl um die hochwertigen Zutaten als auch um den Brauprozess und die Abfüllung der Bierspezialitäten. Ein Blick direkt in das Innere von Zillertal Bier darf dabei auch nicht fehlen. Es ist keine konventionelle Ausstellung, muss man mal sagen, sondern man kommt eigentlich zuerst wirklich die große Frage, aus was machen wir das? Was steckt da drin eigentlich? Das Wissen, die Tradition, das Wasser, die Gerste, die Natur, der Geist des Tales. Und oben sagen sie, ja, aber das hat natürlich hier viel auch bewirkt, das ist das Zweite. Und dazwischen geschalten ist aber, und das ist das sicher auch sehr speziell und anders als bei jeder Ausstellung, man geht durch den Betrieb. Man ist im Geschehen drin und da ist nichts fake, es ist nichts, alles ist real hier. Technisch auf dem neuesten Stand ist nicht nur die Brauerei selbst, sondern auch die Inszenierung der einzelnen Stationen. Ja, ich denke, das ist wie mit einem guten Bier. Das gute Bier, das habe ich hier gelernt, das braucht viel Zeit. Und ich denke, das ist auch so mit dem Einlassen auf die Einstellung, also weil man genau in diesen Details und im Zuhören, es gibt auch sehr viele schöne musikalische Beiträge eben über Zillertaler Musiktradition zum Beispiel jetzt nur. Das ist einfach ganz wichtig und schön, wenn man sich da genug Zeit auch nimmt. So sehr wie Land und Leute die Bierspezialitäten seit Jahrhunderten prägen, so sehr ist Zillertal Bier eine der Konstanten in einer einzigartigen Heimat voller Traditionen, Bräuche und Musik. Und aus diesem Grund ist dem Zillertal ebenfalls ein großer Teil der Ausstellungsfläche im Braukunsthaus gewidmet. Ich glaube, dass es gelungen ist, mit einem internationalen Team sowohl das erste Thema, so die Schätze der Natur und den Brauprozess besonders attraktiv darzustellen mit sehr multimedialen Installationen, aber auch, dass sehr sensibel so die Themen der Region herausgearbeitet wurden, nämlich in Zusammenarbeit mit den Tiroler Landesmuseen, so der ganze landwirtschaftliche Teil, unsere bäuerliche Vergangenheit, die bäuerliche Geschichte, aber auch die Besonderheiten der Musik im Zillertal, Dialekt, Sprache, also alles, was uns zu einer besonderen Spezies macht. Der krönende Abschluss im Braukunsthaus ist die Verkostung der Zillertal-Bierspezialitäten. In einzigartigem Ambiente erlebt man genau das, worum sich das Braukunsthaus dreht: feinste Tiroler Bierkultur. Und wer sich davon noch etwas mit nach Hause nehmen will, findet das im modernen Braukunsthaus-Shop.